Hole Röna, ich habe hier mal so ein bisschen die Sprachlautstärke nochmal hochgestellt, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das wäre ein bisschen zu leise gewesen. Bisschen. Okay, wir haben unsere Crew fast vollständig. Von 4 Leuten, die wir brauchen, haben wir schon mal die Hälfte, inklusive uns natürlich. Ja, man muss alles nur irgendwie gut verkaufen, ja. Mit Haggis und mit Halsabschneider Bill kommen wir jetzt hier an der Stelle nochmal nicht weiter. So, jetzt ist es leider geschuldet meiner beruflichen Anstellung so ein bisschen dazu gekommen, dass ich weiß nicht, ich habe nicht alles ich mehr auf dem Schirm, was wir so gemacht haben, aber das ist okay. Guten Morgen, klopfen wir Es ist mal. abgeschlossen. Ist gar nicht. So, warte mal, was haben wir denn alle noch dabei? Wir haben. Ja, okay. Da waren wir augenscheinlich noch nicht drin. Mit Doppelklick geht das? Nö. Hi! Na? Können wir den Piratenmantel mitnehmen? Sieht zu groß für mich aus. Gar nicht wahr. Nein. Können wir das essen? Da waren wir doch schon drin. Ja, wir haben Röchelieu schon weggemacht. Das heißt, wir haben die ganzen Sachen mit den Filzläusen hier schon gemacht. Ja, sicher. Da mache ich doch jetzt hier keinen Aufriss mehr. Mensch, Schmetti, denk doch mal mit. Du weißt doch, wie das Spiel ist. Du hast als Kind hast das schon dreimal durchgespielt. Das heißt, naja, dieser Oberaffig-Modus, der war für mich damals auch schon ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Wir hatten irgendwie so ein Lösungsbuch, ja, aber das hat den Oberaffig-Modus nicht mit abgedeckt. Und das zeige ich euch demnächst Haben Sie mal. eine Reservierung? Nein, Digga, habe ich nicht. Nein. Kein Reservierungsbeleg, was? Schon gut, ich gehe. Bruder, das ist. Ich bin ja alleine in deinem Laden. Kannst du da nicht auch mal vielleicht, weiß ich nicht, 5 Grad sein lassen? Naja. Gestrüpp. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Na, Kenny? Ich ihn drücken? Ich bin größer als er. Was ist mit hier so Schere? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich glaube nicht. Kann ich den vielleicht mal ein bisschen pieksen oder was? Ich glaube nicht, dass er das mögen Geben, würde. das ist doch auch Quatsch. Ich habe nicht gesagt, dass ich das geben möchte. Ich hatte eher so ein bisschen martialischere Sachen vor mit ihm. Aber das ist ja nicht gewünscht hier, gebe ich zu. Dann hacken wir uns jetzt erstmal durchs Gestrüpp. Nehmen wir so eine Pflanze mit. Und zick, zack, zack. Eine Hand in der Hosentasche und mit der anderen wird gearbeitet. Wir sind wie in Bremen hier, Jungs. Moin. Okay, jetzt geht's rein in die gute Stube hier. Das Gestrüpp entlang. Okay, wo sind wir gerade? Da. In der Reling. Schild. Kasten, Stock. Gerät. Was ist das eigentlich? Gerät. Was ist das? Ich habe hier eine Gasflasche. Ja, okay, dann haben wir vorne irgendwie. Ist das so eine hydraulische Zange oder wie soll das funktionieren? Dass du hier Gas reinpumpst und dann zankt die dir ja mal einen. Kannst du so ein bisschen klemmen, klemmen, klemmen? Geht das? Nee. Kann ich den Golfschläger mitnehmen? Das wäre vielleicht mal was. Gucken wir uns das mal an. Was mag denn das Schild bedeuten? Kreuzende Schlangen. Welchen Schaden könnte denn eine Schlange? Ja, da bist du ein bisschen selber schuld jetzt, ne? Nun, das ist nicht gut. Also ich erkenne wirklich nicht, was das Ding da hinten sein soll. Das ist eine Sprayflasche, Schlangenex, Schlangenschlagstock, Schlund des Lebens? Hä? Schlangenmachete? Nährstoffreiches Frühstücksmüsli. Schild. Was steht da? Riesige, menschenfressende Schlange. Oh, na Dieses dann. fantastische Reptil ist eines der gefährlichsten und schönsten Raubtiere von Plunder Island. Ist wahrscheinlich auch das einzige Raubtier hier, ne? Sehen wir mal von den Hühnern hier ab. Schlangenschläger. Nee. Ich komme nicht dran. Kann ich dir das Schild irgendwie. Ah. Ich komme nicht dran. Ist mal wieder einer dieser Situation, wo ich sagen würde, Guybrush, du versuchst es ja einfach auch nicht, ne? Kannst ja auch einmal. Es ist ein unbezahlbares, zerbrechliches Fabergé-Ei. Kann ich da irgendwie drauf rumkloppen mit irgendwas? Zauberstab, ich zauber mich einfach raus. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Das hast du aber auch noch Der nicht. Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Bruder, mach doch einfach mal. So, Fabergé-Ei haben wir jetzt dabei. Wie sieht das denn aus? Ach, das sieht schön aus. Zahnfleischbluder Murphy wäre erfreut. Es ist ein unbezahlbares, zerbrechliches Fabergé-Ei. Ja, dann. Was haben wir denn noch? Ja.
Staubsaugerzubehör. Es ist ein kompletter Satz Staubsaugerzubehör. Geil, Vorwerk freut sich. Okay. Machen wir mal einen Rollgriff. Was haben wir denn sonst noch? Ach, guck mal, einer staunen hier. Enzyklopädie. Es ist Band C und er ist größtenteils verdaut. Schade. Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Was für ein völlig belangloser Schund. Gar nicht wahr. Das ist sinnvolles Wissen. Die gelben Seiten von Plunder Island. Wenn die in die falschen Hände geraten würden. Streng geheime Pläne. Kann ich das aufmachen? Sie sollten nur für gute Zwecke benutzt werden. Ist doch ein guter Zweck. Ich will aus der Schlange raus. Stoffkutterköder. Er hat ein kleines Hemd an, auf dem steht, ich habe in Big Whoop auf den Putz gehauen. Ja, dann nimm den nochmal. Er ist kuschelig, aber ich will endlich aus dieser Schlange heraus. Hm. Es ist ein Reservierungsbeleg für Blondbarts Hühnchenrestaurant. Ah, das ist doch machbar. Können wir den essen? Nein. Ja, natürlich nicht. Ein Reifen! Er hat ein gutes Profil, das griffig auf der Straße liegt und nicht wegrutscht. Cool. Genau so muss ein Reifen sein. Ich habe keine Verwendung dafür. Naturalistenüberreste, ah. Es sind die Überreste eines Mitglieds der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Tja. Diese Jungs sind echt einsatzfreudig. Hm. Pfannkuchensirup. Ahorn. Dann haben wir... Es ist ein Stapel großer, lockerer Pfannkuchen. Ich glaube, hier wollte jemand frühstücken, kann das sein? Oh, dicke, fette Wurstscheiben. Ja komm, iss die Wurst. Nein, danke. Ich bin ein Pirat, der sich Gedanken um gesättigte Fette macht. Was ist mit dem Pfannkuchen? Sie sind bereits teilweise verdaut. Na und, dann hast du ja nicht mehr so viel Arbeit. Pfannkuchensirup? Sirup? Ohne alles? Kann ich die Pfannkuchen tränken? Die Pfannkuchen sind bereits teilweise verdaut. Sirup würde nicht mehr helfen. Kann ich den Kutterköter voll Sirup machen? Das ist eins der wenigen Dinge, die mit Sirup nicht besser schmecken würden. Ja. Okay, was haben wir hier denn? Zwei Eier, beidseitig leicht angebraten. Nehmen wir mit. Sie sind bereits teilweise verdaut. Du hast aber auch Kaffee, jawohl. Es ist eine große, dampfende Tasse Kaffee. Cool, trinken wir. Dass ich in der Schlange stehe, macht mich schon nervös genug. Aber vielleicht bist du ja irgendwann raus. Können wir einfach die Schlange aufschneiden? Ja. Das wird dieses Kerlchen nicht im geringsten interessieren. Ja, so scharf ist die Schere dann wohl doch nicht, ne? Einfach so, weiß ich nicht, so die Schere einmal aufmachen, durchstechen und dann wie so ein Reißverschluss von einem Schlafsack einfach aufmachen, das Ding. Das wäre doch mal vielleicht jetzt angebracht, aber dann eben nicht. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben den Kieferknacker, der bringt uns nicht weiter, ein Briefbeschwerer, es ist alles. Flugblatt, ja. Okay, alles klar. Versuchen wir mal irgendwie hier rauszukommen und zwar auf schnellstem Wege. Sie wird die Blume allein nicht mögen. Ja gut, dann vermischen wir die Blume mal mit den Naturalisten. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Auf dem Pfannkuchen? Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit... Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Ja, nur weil du es nicht weißt, heißt es nicht, dass... Ach komm. Es ergibt Ipecac-Sirup. Erscheint logisch. Ja, natürlich. Lecker. Und dann über die Pfannkuchen. Ich kann den Ipecac-Sirup damit nicht benutzen. Wieso denn nicht? Aber warte mal, du kannst das vielleicht trinken. Wie wäre das denn mal? Ha! Prost! Jetzt, wo ich in der Schlange stehe, ist mir schon übel genug. Können wir den Kaffee noch da reinmachen? Dampfender heißer Kaffee würde da nicht helfen. Na gut. Dann pumpen wir mal was hoch hier. Puh, das war aber knapp. Als ich von dieser Schlange gefressen wurde, war ich mir sicher, dass es vorbei ist. Gott sei Dank, dass ich jetzt... sicher bin. Hey! Ja. Warte mal, der Treibsand zieht mir all die tollen Sachen aus der Tasche, die ich in der Schlange gefunden habe. Nö! Das ist ja ein seltsames Gefühl. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch die Enzyklopädie und den Reservierungsbeleg. Ja. Hallo, liebes Hühnchen. Ich habe nichts zu sagen. Nimm doch mal das Hühnchen mit. Nein. Kannst du nicht das Hühnchen aufscheuchen, Digga? Wenn ich nur diese Kletterpflanze erreichen könnte, dann könnte ich mich selbst herausziehen. Okay, alles klar. Ich komme nicht dran. Schade. Was haben wir hier? Papa-Pichu-Strauch. Von Plunder Islands Einheimischen entdeckt wurde dieser Strauch nach einem Wort der Eingeborenen benannt, das so viel wie Autsch bedeutet. Papa-Pichu. Treibsandgrube. Treibsandgruben dieser Art sind überall auf Plunder Islands Wanderwegen verbreitet. So manch unaufmerksamer Reisende saß plötzlich in der Falle und war unfähig zu entkommen. Oh, ist da jemand, der mir bitte helfen kann? Ich versinke. Heilsranke,
Arborealis Deus Ex Machinas. Diese Art von Ranke ist wegen ihrer Stärke und ihrer Fähigkeit überall nur nicht da zu wachsen, wo sie am meisten gebraucht wird, bemerkenswert. Tja, so ist das. Okay, Treibsand. Muss es ausgerechnet Treibsand sein? Nehmen wir mal den Wenn mit. Wenn ich um mich schlage, sink ich nur noch schneller. Das geht nicht. Also die Logik des ersten Teils lässt sich hier nicht anwenden. Es ist ein Haufen praktisch platzierter hohler Schilfrohre. Ja, dann nehmen wir doch mal was mit hier, oder was? Yes! Okay, was haben wir noch? Wir haben hier... Ja, Papa Pichu. Ich habe den Dorn. Ich hoffe, es war die Sache wert. Natürlich war es die Sache wert. Okay. Nett. Ein Weltklasse-Blasrohr. Okay. Können wir das irgendwie fliegen lassen? Das will ich nicht erschießen. Aber ich weiß, was du erschießen willst. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Mann! Du bist so ein Weichei, Guybrush. Ich bin nur noch schneller. So, wir haben hier einen Ast. Hallo, Ast. Das ist ein Ast, der wackelig auf dieser Baumwurzel liegt. Ja, dann, ne? Auftrag erkannt. Prost. Selbst wenn ich den Ast damit treffen könnte, würde es nichts nützen. Versuch es doch einfach mal. Mein Gott, du beschwerst dich immer so viel. Okay. Also, was können wir haben? Das können wir haben, das können wir haben. Die Schere können wir haben, das Blasrohr können wir haben. Das können wir haben, das können wir haben, das können wir haben, das... Können wir theoretisch nicht haben, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Glaube ich, oder? Das auch nicht. Das nicht. Das schon. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Okay, alles klar. Was wir haben, sind die Prospekte, Luftballons, den Arm, den Briefbeschwerer und die Schere, Kompassding. Reservierungsbeleg, Blasrohr. Oh, tut mir leid, Leute. Manchmal muss man husten. Okay. Das heißt, können wir den Briefbeschwerer ja auf den Ast werfen? Wenn ich unter Stress stehe, kann ich nicht zielen. Ich könnte daneben treffen. Okay. Wenn ich nur irgendwie das Gewicht direkt von oben auf den Ast fallen lassen könnte. Na gut. Ja. Kann ich... Das will ich nicht durchschneiden. Das soll's... Und andersrum? Das muss nicht beschwert werden. Ja. Das ist die alte Geschichte, ne? Ich habe hier Papier, Stein und Schere. So, dann lass mal den Stein mal fliegen. Ah, guck mal an, das ist doch gut. Er schwebt einfach da. Okay, nimm. Ich lege es besser noch nicht zur Seite. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Auf geht's. Ja, 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 ja. Perfekt. Nice. Endlich mal was, das funktioniert. Nee. Das ist auch irgendwie... Ah, verdammt. Komm zurück. Komm, 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 komm. Bup, 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 bup. Aha. Dem Himmel sei Dank für diese unvorhersehbaren Passatwinde. Okay, das heißt, wir machen jetzt nicht unbedingt Larifari hier, sondern wir schießen direkt. Ja. Wollt ihr denn nicht nochmal ein neues Blasrohr mitnehmen? Okay. Gefahrenbucht. Es ist die Bucht. Können wir da schwimmen? Ich werde von den Haien in Fetzen gerissen, wenn ich da reingehe. Was mit dem Wasserfall? Können wir da ein bisschen duschen? Das wäre vielleicht mal ganz cool. Ja, ne? 10 Stunden später. Und jetzt sieht er da nichts Besonderes, wenn? Er ist nass. Da dann. Können wir das irgendwie... Nein. Bemerkenswert erfrischend. Prost. Okay. Da unten ist aber ein Boot. Das ist schon mal eine ganz gute Idee. Da gehen wir doch mal direkt hin. So, Boot, benutzen. Es hat ein riesiges Loch im Boden, es würde sinken. Nee, wird's nicht. Du musst es einfach nur ein bisschen schief halten und dann geht das. Es macht das Boot völlig seeuntüchtig. Ach, Mädchen. So, wie können wir das denn? Können wir es kleben? Der Kleber nützt dir nichts. Das ist doch eine Lüge. Es ist ein nettes Boot, bis auf das enorme, gähende Loch im Boden. Na gut. Dann gehen wir mal lieber nochmal zur Seite und lassen uns hier nicht beeindrucken von einem Loch im Boden oder wo auch sonst immer. Ja,
Okay, das sind aber die Piraten der Jefarenbucht. Die haben unsere Elaine geklaut. Ja, okay. So. Jetzt haben wir nämlich wieder einen neuen Weg freigeschaltet, indem wir die Schlange zum Übergeben gebracht haben. Nämlich haben wir jetzt eine Reservierung für den Hähnchenhannes. Und da gehen wir morgen hin.